Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute machen wir endlich mal einen Duo-Part. Der Kai ist schon in den Startlöchern. Der möchte auch was sagen. Jo, ich bin da. Ja. Heute gibt's mal die Mehrspieler-Mission. Ich gehe auf Online und mache einen Raum auf und lade ihn auch sofort ein. Aber wir haben die beide, glaube ich, noch nicht gesehen. Die Co-Quest? Nee, haben wir schon nicht. Es gibt also bei meinem momentanen Status gibt es einmal Anjanath und Melozi Prey Säuberung. Genau, das sind die beiden, die ich auch habe. Ja, er hat extra so einen Zwischenspielstand angelegt. Wir gucken auch, dass so nach und nach pro Kapitel kommen ja wahrscheinlich welche dazu, die dann immer wieder so zusammen machen, wenn da neue dazu kommen. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem Anjanath an, oder? Jo, hauen wir den Vieh aufs Fressbrett. So Leute, wir haben es jetzt in nicht rausgefunden, wie wir uns joinen. Kai gibt gerade noch die ID ein, dass er mir beitreten kann und danach jagen wir erstmal einen Anjanath und dann haben wir diese Veloci Prey Quest. Und wie findet ihr alle meinen neuen Tigrex? Ich habe herausgefunden, der kann klettern. Endlich habe ich mal ein Vieh, das klettern kann. Ich habe ihn extra nicht. Ich hab die extra Viecher extra nicht geholt, weil ich so weit vorbrechen wollte und dann holt er sich die beiden da einfach. Habe ich die königlichen Monster einfach liegen gelassen. Bist du bereit und start klar. Starte Koop-Quest. Let's go! Genau, wenn du joinst. Das ist eben auch passiert. Ja, zack. Ja, und ich war währenddessen gerade nicht am PC. Na, du mit deinem kleinen Veloci da rum. Komm aus. Mann, bist du langsam. Ja, wer hier mit Ansturm rumrennt. Ich hol mir mal die Kiste da oben, ne? Ist doch hier oben, oder? Nö. Dann hole ich mir halt in den Knochen hier oben, an den du nicht rankommst. Sei es drum. Hol ich mir die andere Kiste. Wir können uns eh die Kisten teilen, also wir können uns die nicht wegnehmen. Eben gibt's da 5 Stück, yay. Ich komme. Das wird sich lohnen. Bull drum habe ich schon, Bonfangos finde ich uninteressant. Ich will den Honig haben. Ich brauche Bagels. Ich brauche Honig für Bagels. Ich sehe nur, wie die dich alle jagen, ne? ich bin schon raus da auf Deck. Ich spreche dann schon mal vor. Das ist praktisch an Veloci drum. Der ist ziemlich wendig. Im Gegensatz zu dem Tigrex, der, wenn der einmal losgelegt hat, nicht mehr anhält. Ey, dafür komme ich aber echt gut vom Fleck. Und der ist zumindest besser als das Boot rum, was nur den anstummen kann. Ja, hier kann wenigstens auch noch klettern. Guck von hier oben zu, ne? Kiste ist da oben drauf, oder was? Nee. Ach, da unten steht sie. Angriff von oben! Wir ignorieren die Schweine jetzt einfach erstmal, ne? Ja, wir sollen ja einen Anjanath aufkillen und keine Schweinchen. So. Ja, du kriegst mich auch recht schnell eingeholt, tatsächlich. Konnte man halt nie so wirklich vorher vergleichen. Weißt du, anstatt dass wir uns irgendwie mal auf die Hauptquest konzentrieren, nein, erstmal alles looten. Klar, immer. Loot geht vor und danach wird geprügelt. Wir sind, glaube ich, auch in diesem alten Tempel, ne, der das Ende vom ersten Kapitel war. Was? Ach nee, ich habe das Veloci-Drom nicht dabei, ich kann keine Abkürzung nehmen. Ja. Wir kriegen hier anders eingeholt. Nein, 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 nein. Oh, ich wäre fast runtergesprungen. Och, wieder nur Kiengifte. Ich bekomme die ganze Zeit Brandsalben. Ja, die brauchen wir auch noch.
Mehr oder weniger, ich kann die Karte nie aufrufen. Deine Kamera hat sich verdreht. Ich sehe nicht mehr, wo ich hin muss. Hier rechts ist nichts mehr. Kannst einfach direkt nach oben rennen. Komme. Yay. Ich hab's doch ums Eck geschafft. Ich weiß gar nicht, was du hast. Erster. Rein in den Kampf. Du bist Schneefeind. Ich mach das. Sieht aus, als wäre dein Monster. Ist auch einfach direkt reingesprintet. Ich bin einfach nicht reingesprungen noch. Hallo, wo bleibst du? Verbindungsorgan. Ich krieg das wieder jetzt richtig gut. Ach, der ist ja ein Geschwindigkeits- und kein anderes Typ. Zumindest ohne Modus ist der noch Geschwindigkeit. Da kommt noch einer! Wieso bist du direkt auf dem Vieh drauf? Weil ich auf den Vieh reingesprungen bin. Guten Anfang hat es sind unangenehm. Ja, das. Da hast du recht, Naviro. Wir kennen das nur zu gut. Wir haben Wise gespielt. Ich mag dich zwar, aber ich hol mal den hier rein. Ich hab zum Basarius gewechselt. Ach stimmt, der hat ja einen Bogenschwäche, ne? Ich die sowieso immer durch. Einfach um die Waffen aufladen! Zu haben. Auch wenn er gerade auf mich zielt. Hast du den Dick Sunny genannt? Alle besonderen Viecher kriegen einen Namen von mir. Und damit Sunny sich nicht schlecht fühlen muss, habe ich ihn Sunny getauft. Ey, du dicke, fettes Vieh, pupst ihm. Ach, er hat nicht genügend. Ich wollte gerade sagen, los, schieß deinen Giftgas in sein Gesicht. Ach, gehst du auch immer erst die Fähigkeiten durch? Ich gehe auch immer, ich gehe zuerst die Waffen durch, um die Effekte, um das durchzuhaben, damit ich das sehen kann. Ah, wir schalten uns das gegenseitig frei. Oh, gut. Nicht so wie beim Computer. Bei mir bist du voll an dem vorbeigerannt, also der Giankutku ist an seiner Chance bei mir wirklich vorbeigerannt. Also, getroffen hat er den nur wirklich nicht. Also bei mir hat er nicht im geringsten den Anjanav erwischt. Zurück auf Bogen. Der Effekt. Ach, jetzt machst du das scheiß Giftgas. Jawohl, vier Fähigkeiten genutzt. Dein Basarius-Giftgas? Ja. War die beste, die ich zurzeit haben konnte. Du guckst bloß. Den kannst du nicht noch vergiften. So, jetzt sieht es aus, als würde er sich aufhalten wollen. Noch ist er nicht aggressiv. Perforieren! Ich perforiere dich! Bam! Ja, der geht jetzt eh kaputt, der Körper. Ich hab sogar noch extra so ein Zornschlag-Item ausgerüstet. Damit man Hammer mehr bringt. Jetzt hab ich. Wir beide einfach die Inkleid drücken. Perfekt. Kai, es wird Zeit. Right on. Aber erstmal aufleveln, ne? So, jetzt war der Krafttyp, ne? Jetzt auf Geschwindigkeit gehen. Meine schon, ja. Er macht eh die Hitzeattacke. Stimmt ja, da war ja was.
Säumen wir einfach und wir brechen ihn dadurch in das Jochbein. Hauen wir ihm die Nase kaputt. Weg damit! Okay, die Combo-Attacke müssen wir jetzt angucken, wie die Combo-Attacke. Auch noch was Neues! Jo, das habe ich noch nie nicht gesehen. Haben wir gerade eine Atombombe abgefeuert? Wir haben die ziemlich geröstet. Wir haben das Feuervieh geröstet. Sah überhaupt nicht übertrieben aus. Ich habe gerade den aufgeladenen Schiff frei. Da kann ich nicht mehr, weil ich keine Technik reisen kann. Da zünd ich auch den Hammer und hau mit dem Hammer einfach mal drauf und du das Schwert benutzt, wo ich den abhole. Ja, einfach auf, damit die Liste da voll ist, ne? Richtig. T-Rex Schiff. Bam! Nee, ist nicht das T-Rex-Schwert, das ist das vom Loot drauf. Ah. Das ist der Film. Wow. Easy. Das war jetzt super anstrengend. Müssen unser nach Materialien zusammenkratzen. So, und jetzt kommt noch die Veloci-Quest, ne? Jo. Da könnten wir uns eigentlich auch aufteilen. Warte, ich will ihn eigentlich mitnehmen. Ein gutes, bitte! Pflanzenfresser-Ei. Das ist eine Vogelweibe. Ich glaube, ich habe einen Anschein auf Ei. Jo, so ein rosa mit schwarzen X'e. Ja. Ja, das ist der Anschein. Becken, das nehme ich mit! Das kann ich vor allem gerade von der Story jetzt noch gar nicht haben, oder? Eben. den triffst du, meine ich, erst. Wo triffst du den Anschein noch zuerst? Weiß ich nicht. Ah, wo habe ich den das erste Mal getroffen? Eis- oder Feuergebiet vielleicht? Ich meine irgendwo in der Wüste, wenn ich mich recht erinnere. Kann man den das erste Mal wirklich fangen? So Leute, wir sehen uns bei der zweiten Quest. Weil ich muss ihm eh wieder einen Code schreiben. 3, 4. So, ich warte jetzt noch darauf, dass Kai den Code eingegeben hat. Währenddessen kann ich mir Zeug sammeln. 0. Ich will den Honig noch, ich hole ihn mir. Gib mir den Honig. Ich darf, ich verbinde. Ich hab den Honig. Schön. Leo versucht beizutreten. Leo. Ich fand das so cool, ich hab mir einfach zwei unterschiedliche Augenfarben. Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Coole Augenfarbe. Nein, ich konnte den Pilz nicht mehr einsammeln. Ich finde das cool, dass das in den Flashbacks der Red hat das auch. Er hat dann einfach genau dieselben Augen. Wie ist es eigentlich, wenn ich irgendwas auf der Karte markiere? Ich habe jetzt unten ein paar Knochen markiert. Nee, das sehe ich nicht. Wir müssen 15 Veloci-Pesten killen. Sollen wir uns halt wirklich einfach aufteilen? Ja, ich nehme jetzt meinen. Ich nehme hier oben den Gang, der rechts abbiegt. Ja, und ich kill hier unten welche, weil die kriegen mir auch gut alleine. Vor allem mein Basarius kann ja mehrere gleichzeitig angreifen. Mein Velocidrum kann das auch. Beziehungsweise mein Jan Kutku mit dem Ansturm machte das auch. Der rennt da einmal durch und klatscht die alle weg. Schade, dass wir nicht schneller Sieg zur Verfügung haben. Das würde es nochmal einfacher machen. Vollkommener Irrsinn. Ah, unaufhaltsam und dann erzieht die Kombo voll und direkt durch. One-Shot die halt einfach mit meinem Schwert, wenn ich die Konfrontation gewinne. Ich hau die so schon einfach kaputt. Die sterben einfach instant. Ich hab schon zwei erlegt. Ich hab 3. Ja, aber in meinem Kampf waren halt nur 2 da. Ich hatte direkt 3 stehen. Los, du fettes Vieh, renn schneller! Wo seid ihr? Kommt raus, kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Da sind noch mehr. Ich kann mir die auf der Karte markieren. Ja, die Markierung vom anderen Spieler sieht man schlicht und ergreifend nicht. Stimmt, der Jan Kutko hat ja Monstersuche. Ja, den habe ich rausgenommen.
aus dem Team, ja, meine ich. Für den Basarios hätte ich auch gemacht. Ich hatte den blauen Giancotco und den habe ich rausgenommen. So, easy going. Ich one-shotte die auch ohne Konfrontation. Das ist so peinlich. Ja, es ist halt eigentlich eine geschenkte Quest. Ja. Die aber die späteren Koop-Quests, die werden wahrscheinlich richtig lustig. Ja, die werden mit übel hart reinhauen. Ich denke mal, pro Kapitel gibt's auch neue Questen, nehme ich mal an. Also kannst du ja dann auch mit dem Spielstand dann so weiterspielen, dass du bei jedem Teil einmal bist. Können wir immer direkt da weitermachen. Oh, ich habe jetzt gleich zwei Gruppen nebeneinander. So, ich habe jetzt 6 down. Und dann beende bitte noch einen Drom drauf. Müssten eigentlich noch gucken, ob am Ende noch ein Ei liegt. Da stehen halt einfach 3 Piloti-Prays und die sterben jetzt instant. Also, das macht sich doch einfach nützlich und nutzt direkt von Anfang an Giftgas. Dann sterben die wenigstens alle gleichzeitig. Komm hier, Kuckuck. Immer auf Heilplan. Ich habe nicht das Dreier-Team. Hab ich auch gerade gemacht. Besser fit! Weißt du, ich bin noch nicht mal ganz fertig da mit dem Kampf abschließen und da steht schon Quest erfüllt. Das war halt einfach. Das war halt. Das sind geschenkte EP. Rückkehr zur Lobby in 1 Minute. Ja, Leute, das waren die ersten Koop-Questen. Wir könnten jetzt noch gegeneinander spielen, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wäre das nicht gerade fair. Nee. Also. Da bin ich dann unterlevelt für. Mal gucken. Wir machen bei den nächsten Koop-Questen, wenn die dazukommen, wieder einen Koop-Part. Wir nehmen die dann immer sofort auf, sobald ich das freigeschaltet habe, beziehungsweise wir beide das freigeschaltet haben, damit wir auch ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Kannst ja im nächsten Dorf einfach dir da das kaiserliche Vieh holen und dann da zum Questpad setzen. Du siehst ja dann, ob da die Viecher freigeschaltet sind. Vor allen Dingen hast du ja denselben Spaß nochmal. Du hast das Spiel ja einmal schon durchgespielt. Jo. Ja, ich habe ja nicht übertrieben. Nur die Koop-Questen hat er alle noch nicht gesehen. Also da sehen wir beide gerade nur Neues. Da kommst du ja endlich. Ach, das bist du auf dem Basarius. Ich dachte, das wäre irgendein anderer. Das wäre ein Wildlebender. Wolltest du meinen Basarius fangen, oder wie? Wer hat jetzt eigentlich mehr gekillt? Ich habe 9, glaube ich, gehabt. Ach man, ich muss dir auch noch meine Karte schicken. Oder hast du die jetzt bekommen? Keine Ahnung. Meine wird automatisch verschickt. Deshalb hast du die wahrscheinlich direkt bekommen. Naja, wie gesagt, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!